Du bist es. Das ist schrecklich. Die Farbe von dem Pechstern. Die Kinder haben so große Angst, dass sie nicht mal rausgehen wollen. Ich möchte es auch lieber nicht sehen. So. Gut. Ja. Wir gucken uns überall schön um. Alter Bugger heißt er. Leb mit dem Planeten. Stirb mit dem Planeten. Vielleicht muss es so sein. Wer weiß. Ich bin betrunken. Es ist, wenn ich an die Kinder denke, ob wir wohl nur unsere eigenen Kinder retten können. So. Barkeeper. Ja, ein Originalcocktail Lebensstrom. Da fällt mir ein, ich hörte, dass hier jemand in Cosmo Canyon Heilmaterie verkauft. Ich brauche keine Heilmaterie, danke. Das sagt er noch extra, denn jetzt gibt's einen geheimen Weg quasi. Und ich habe keine Angst vor dem großen Stern. Aber ich habe Bauchschmerzen. Deshalb bewege ich mich nicht, das ist die Wahrheit, natürlich. Ist ja kein Problem. So, hier könnten wir übernachten, das ist Turtle Paradise, das brauchen wir nicht. Sieht übrigens genau, sieht nicht nur genauso aus, sondern das ist die Karte vom, hier vom Schneegebirge. Cool. So, gehen wir hier hoch. Denn hier kann man jetzt rein. Geheimnis, Geheimnis, Geheimnis. La 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 la. Komplettheilung haben wir hier jetzt erhalten. Und da haben wir zwei Sachen erhalten. Ich habe nur eins gelesen, blöderweise. Hallo. Natürlich hat der Laden geöffnet. Brauchen wir was, brauchen wir was, brauchen wir was. Nee, ich wollte mal meine ganzen Ausrüstungsgegenstände wieder verkaufen, die ich doppelt habe, aber nicht doppelt brauche. Um wieder ein bisschen zu Geld zu kommen. So, Armbänder und so ein Zeug, na, das brauchen wir alles schon. Omnistab, bla bla bla, das haben wir eh alles einfach nur. Hier wird es interessant. Goldarmband. Können wir auf jeden Fall eins verkaufen. Feuerarmband. Können wir auch eins verkaufen. Shinra Beta. Können wir zwei verkaufen. Blitzarmband. Können wir eins verkaufen. Wasserring brauchen wir sicherlich auch nur maximal einen. So. Ja. Hat uns nicht viel gebracht. Ich hab keine Angst, die Untersuchung des Planetenlebens hilft mir. Vielleicht habe ich ja doch etwas Angst. Aber jedes Mal, wenn ich die Untersuchung des Planetenlebens lese, kann ich meine Ängste vergessen. Ja, das ist schön. So. Gut, also diese Substanz wollte ich auf jeden Fall holen, ne? Und jetzt geht's nach oben. Hier werden Waffenschaden, nämlich. Hier ist doch auch irgendwo was, oder? Wie war das? Da? 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 Nee. Ein Geheimnis. Irgendwo ist hier. Irgendwo kann ich hier was... Ah. Ich weiß nicht mehr. Ach, das. Das ist das Buch der Sterne. Ich bin fast fertig damit. Nichts ist ohne Bedeutung. Wenn ich dies jetzt mache, wird später einmal jemand darauf stoßen. Das alte Volk tat genau das gleiche. Sonst wüssten wir nichts darüber, nicht wahr? Vielleicht wird mein Buch auch... Klar. Na, egal. Wir gehen auf jeden Fall weiter nach oben. Und rein bei die Tür. Ich weiß, das ist kein Deutsch. Um das geht's aber nicht. Hoch. Ja. Und wir sind wieder am Observatorium angelangt. Ich gehe ganz langsam. Und wo ist Bungenhagen? Hier? Ja, da ist er. Hallo. Der hat einen roten Kopf bekommen. Ho, ho! Wann immer ihr mein Wissen benötigt, seid ihr hier willkommen. Deshalb sind wir hergekommen. Und nun, hast du dich verehrt? Wenn das geschieht, sollten wir lange und gründlich in uns gehen. Es findet sich immer etwas, das in den Tiefen unseres Herzens verborgen oder vergessen liegt. Etwas, das vor langer Zeit dort begraben oder vergessen wurde. Erinnere dich, was immer es sein mag, es ist mit Sicherheit das, wonach ihr alle sucht. Das sagt sich so leicht, aber ich kann mich an gar nichts erinnern. Es muss da sein. Sieh genauer hin. Zwecklos, Cloud. Wir müssen die anderen holen. Klingelingeling. Siehst du es? Was ist es, wonach ihr sucht?
Nichts und wieder nichts. Mir fällt einfach nichts ein. Greifers, ich schaff das so nicht. Ich kann mich sehr gut an Aerys erinnern. Nein, das nicht. Du kannst dich nicht erinnern. Du hast es nicht vergessen. Das ist es nicht. Wie soll man das sagen? Aerys war die ganze Zeit über hier. Hier bei uns. Sie war so nahe, dass wir sie nicht sehen konnten. Was Aerys getan hat. Die Worte, die sie hinterließ. Ich weiß wieder. Bei mir war es genauso. Ich auch. Bei mir auch. Sie sagte, sie sei die Einzige, die Sephiroths Meteor aufhalten kann. Aber Aerys ist fort. Können wir das, was Aerys vorhatte, selbst durchführen? Wir sind keine Nachfahren des alten Volkes, wenn du das meinst. Wie? Ist das Mädchen etwa dorthin aufgebrochen? Ich hab's. Was hast du? Wir wissen es nicht. Was wusste Aerys? Warum trat sie Sephiroth entgegen, anstatt wegzulaufen? Ich verstehe. Sie ist dorthin zurückgekehrt, richtig? Vielleicht muss ich mich dorthin begeben. Du kommst mit? Was ist daran so erstaunlich? Auch ich will ab und zu mal hinaus und mich ein wenig in der Welt draußen umsehen. Woran mag es nur liegen? In so einer Stimmung war ich seit Ewigkeiten nicht mehr. Das muss der Planet sein. Der Planet ruft dich. Aber ja, Junge, der Planet ruft. Klar doch. Hoho, also gehen wir. Ja, das tun wir, Bogenhagen. Um eins möchte ich dich noch bitten. Wir haben große Materie bei uns. Das Zeug ist ziemlich empfindlich und wir würden es gerne an einer geschützten Stelle deponieren. Das Stockwerk über uns dürfte der geeignete Ort sein. Und nun wollen wir los. Ich zeige euch, wie man die Maschine bedient. Seht aufmerksam zu. Man sieht ganz einfach hier. Hoho, das ist das eure große Materie? Das ist eine, in der Tat, eine seltene Materie. Einer so seltenen Materie wohnt mit Sicherheit ein spezielles Bewusstsein inne. Große Materie, sie glüht sonderbar. Näher herangehen. Von der großen Materie ging ein feuriges Glühen aus. Die Farbe dieser Materie ist dieselbe wie bei Beschwörungsmaterie. Wir gehen hier hin. Blau. Große Materie, sie glüht näher. Sonderbar. Näher herangehen. Von der Materie ging ein kaltes Glühen aus. Ist das Bahamut? Materia, Neo-Bahamut glüht hell auf. Materia Bahamut Zero. Ach ja, da erhalten wir eine Errungenschaft sogar. Ach, wie toll. Ja. Wieder nach unten gehen, danke. Ho, ho, ho! Gut, lasst uns aufbrechen. Wisst ihr noch, wie man die Maschine da unten bedient? Wenn ihr die Materia sehen wollt, könnt ihr jederzeit herkommen. Riecht wie Maschinen. Ich liebe diesen Geruch. Natürlich liebe ich auch den Geruch der Natur. Ist das Deck oben? Dann vertreibe ich mir die Zeit auf dem Deck. Ich spüre, wie der Planet lebt. Im Geruch des Windes. Ich spüre aber auch die Größe der menschlichen Weisheit und des Wissens. Im Geruch der Maschine. Tja, also, tschüss. Und er fliegt davon. Bogenhagen. Kann fliegen. Ja, was machen wir jetzt? Wir könnten uns... Haben wir jetzt... Ach ja, wir haben ganz minimal gekämpft. Naja, toll. Gute Arbeit. Und wir speichern natürlich. Speichern. Nein, jetzt habe ich den falschen Speicherstand überspielt. Verflucht. Jetzt bekomme ich Angst. Naja, wird schon nichts passieren. So. Also, weiter geht's. Los geht's. So, und wir haben die Motivationsmusik im Hintergrund und wir fliegen Richtung... Dorf des alten Volkes. Hui, wir fliegen da über ganz viele Orte, die wir schon lange nicht mehr gesehen haben, aber sehen sollten irgendwann mal wieder. Oder auch nicht. Wir müssen auf jeden Fall hier hin. Dahin. Hui. Und rein da. Wir gehen in Richtung Zentrum. Nee, da nicht. Gehen diese Richtung.
Ja, hier waren wir auch schon länger nicht mehr. Das ist... Ja, genau. Na, was entdeckt? Warte noch einen Moment. Achso, wir sollten nach Möglichkeit darauf. So, was ist jetzt los hier? Das Wissen des alten Volkes liegt förmlich in der Luft. Man will mir was sagen. Der Planet befindet sich in Gefahr. Eine Krise, die weder durch die Menschen noch durch die Zeit überwunden werden kann. Es sagt, wenn die Zeit reif ist, müssen wir nach Holy suchen. Holy? Holy, der ultimative weiße Zauber. Zauber, der es vielleicht mit Meteor aufnehmen kann. Vielleicht unsere letzte Chance, den Planeten vom Meteor zu retten. Wenn eine Seele, die Holy sucht, den Planeten erreicht, wird es erscheinen. Meteor, Weapon, all das wird verschwinden. Vielleicht sogar wir selbst. Wir selbst? Das wird der Planet entscheiden. Was für den Planeten gut ist, was für den Planeten schlecht ist. Alles, was schlecht ist, wird verschwinden. Das ist alles. Ich frage mich, wozu wir Menschen gehören. Nach Holy suchen? Wie stellen wir das an? Frag den Planeten. Beschafft die weiße Materie. Damit wird der Planet an die Menschen gebunden. Frag den Planeten. Wenn unser Wunsch den Planeten erreicht, wird die weiße Materie blassgrün leuchten. Das ist das Ende. Eris hatte die weiße Materie. Aber als Eris starb, fiel sie vom Altar. Deshalb ist das das Ende. Schau dir das an. Was? Das ist die Schrift des alten Volkes. Kannst du es lesen? Ich kann's aber nicht lesen. Lass die Witze. Ich bin kein Nachfahre des alten Volkes, ich kann das nicht lesen. Ich mag alt sein, aber meine Augen geben noch was her. Schau, was da unter dem Geschriebenen steht. Da ist eine Kreidenotiz. Schlüssel in die Musikbox. Vermutlich wurde das von einem Wissenschaftler, der hier war, geschrieben. Er hat wahrscheinlich alle Kraft gebraucht, diese zwei Dinge aufzuschreiben. Schlüssel, wofür? Ich weiß nicht, aber vermutlich hat es etwas mit unserem Rätsel zu tun. Das Rätsel, da muss es etwas mit Eris zu tun haben. Was soll das heißen? Die Musikbox dort drüben. Lass uns den Schlüssel hineinstecken. Ich werde es mit dem Schlüssel versuchen. Ihr wartet hier. Pass genau auf, was passiert. Auf einmal fließt Wasser von oben herunter. Geh jetzt rein, ob da Hoffnung drin ist oder... Das war nur eine Oberfläche, auf die ein Bild projiziert wurde. Schau auf das Bild, das auf das Wasser projiziert wird.
Es leuchtet. Sie leuchtet, sie ist blassgrün. Eris hat bereits um Hole gebeten und ich gab die schwarze Materie Sephiroth. Eris sprach im Traum zu mir. Sie sagte, sie sei die Einzige, die Sephiroth aufhalten kann. Zuerst musste sie aber dieses Geheimnis lüften. Das war Holy. Darum hatte sie die weiße Materie. Eris wusste von diesem Ort und was sie zu tun hatte. Eris hat uns Hoffnung gegeben, aber sie musste ihr Leben dafür lassen. Ihre Zukunft. Es tut mir leid, Eris. Ich hätte es früher erkennen müssen. Du bist gegangen, ohne ein Wort zu sagen. Es ging alles so schnell. So konnte ich nicht wissen. Darum hat es so lange gedauert, bis ich herausgefunden habe. Aber, Eris, jetzt verstehe ich. Eris, den Rest erledige ich. Du meinst wir? Was Eris uns hinterlassen hat, das müssen wir bewahren. Danke, Eris. Die Stimme von Eris hat den Planeten bereits erreicht. Seht doch nur das Leuchten der weißen Materie. Und, was ist mit Holy? Warum bewegt sich Holy nicht? Warum? Irgendwas ist im Weg. Er ist der Einzige, der das tun könnte. Sephiroth, wo bist du? Oh, Telefon. Was zum... Entschuldigung, ich war etwas überrascht. Was ist passiert? Weißt du noch, als die Junon-Kanone verschwand? Rufus hat sie weggeschafft. Weggeschafft? Das große Ding, wohin? Warum? Rufus wollte damit Sephiroth zerstören. Die Kanone wird mit dem großen Materia betrieben. Aber die Materia wurde bereits für die Rakete verwendet. Da die Kanone jetzt nutzlos ist, hat er sie weggeschafft. Dort, wo Materia, nein, Marco gewonnen wird. Wo ist das? In Midgar. Also Reeve, es ist dein Job, den Reaktorausstoß anzupassen. Ich verstehe. Mach dir keine Sorgen um die Anpassung, Reeve. Wenn es erstmal ganz geöffnet ist, läuft alles mit Höchstgeschwindigkeit. Diesmal hat es der Präsident wirklich geschafft. Die Idee, dass auch der Meteor verschwinden wird, wenn Sephiroth besiegt ist, ist völlig verkehrt. Denken Sie daran, Herr Präsident. Es war meine Idee, Mako-Geschosse abzufeuern. Werden die Granaten denn die nördliche Grenze auch erreichen? Natürlich. Aber Herr Präsident, bitte nennen Sie es nicht einfach Mako-Kanone. Die neue Waffe heißt Sister Ray. Ach ja, die Shinra-Typen, die werden wieder alle wahnsinnig. Wo bin ich? Hier bin ich. So. Gut, wir müssen schnell raus. Also jetzt will der Präsident Rufus Sephiroth mit einem Mako-Geschoss abschießen. Ob das so eine gute Idee ist? Ach ja, wir haben uns die nördliche Barriere ja noch nie angesehen. Das sollten wir vielleicht auch nochmal machen. Wir müssen raus, schnell raus. So, wir speichern dann mal lieber. Speichern ist nämlich nie schlecht. Ja, es ist zwar blöd, weil jetzt habe ich es eh schon überschrieben. Und... Oh oh. Hä? Oh oh. Was zum... Ja, das scheint hier, ein Weapon zu sein. Ein böser Gegner. Ja, vielleicht sollte man da was gegen machen.